Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan und heute möchte ich einen leckeren Saft machen aus Rote Beete, Urmöhre. Ich zeige es euch. Das finde ich sowieso eine schöne Kombination, die Möhre und die Rote Beete. Hier ist die Urmöhre mit noch ein bisschen Grün oben dran. Ja. Die haben auch eine ähnliche Farbe. Die schmecken auch. Die haben so einen kräftigen Beigeschmack. Da ist auch viel mehr Nährstoff drin in der Urmöhre. Ja. Kräftiges Aroma und ich weiß ja, dass zur roten Beete, also erstens mal ist die Möhre, wirkt besänftigend auf die rote Beete, das ist zum einen. Und die rote Beete für sich getrunken, wenn sie alleine trinkt, hat man so einen bitteren, so ein Kratzen im Hals hinterher. 20 Minuten später fängt es an und das geht eine Weile gar nicht weg. Das ist nicht so gut und schmeckt auch nicht einfach. Und mit der Möhre, vor allen Dingen mit der Birne, das ist ein toller Trick, ja, kommt das gar nicht mehr. Ein bisschen Zitrone dazu, dann geht es ganz weg. Das finde ich eine sehr schöne Kombination, Birne und rote Beete. Die Möhre dazu passt auch sehr gut und dann noch Zitrone. Es ist immer ein sehr schöner Ausgleich für die Süße von diesen beiden, mittlerweile drei süßen Früchten oder Gemüsen. Und heute möchte ich noch ein schönes, frisches, grünes Kraut dazu geben. Ich habe hier Rosmarin, ihr kennt es bestimmt. Ein sehr kräftiges Kraut aus dem Mittelmeerraum, das ein ganz starkes Aroma hat. Sieht auch schon, die Blätter hier sind, die kleinen Blätter sind sehr, sehr kräftig. Ja. Und die wirken auch anregend auf den Kreislauf und haben sehr viele positive Wirkungen. Also Kräuter, gerade bei Säften noch auszuprobieren, finde ich was sehr Schönes. Denn dann entfalten die Aroma so in der Essenz der Früchte und des Gemüses. Man nur den Saft presst ohne diese Faserstoffe, die ja sehr wichtig sind für den Körper, aber die eben auch die Verdauung, das Verdauungssystem sagen wir mal, belasten. Man muss halt beim Fasten sich gar nicht auf die Verdauung einlassen. Man kann direkt die Nährstoffe ins Blut aufnehmen und die ganze Energie benutzen, um sich zu reinigen, sich zu betrachten, Energie aufzuladen, über Sachen nachzudenken, die man lange liegen lassen, ja, der ihn vielleicht vergessen hat. Ja, es kommt alles wieder hoch und wenn es in der Reihe ist. Und ich faste auch deshalb regelmäßig einmal die Woche, und zwar unterstützt von den Mondphasen. Verschiebt sich. Also heute ist ein besonderer Tag, es ist Neumond. Die Inder feiern das als Jahresanfang, also morgen genau genommen. Yugadi heißt das. Das ist das eines der wichtigsten Feste in Indien und es ist noch eine Sonnenfinsternis heute. Ja, ich kann gerade anfangen, muss mal rausgehen. Scheint schon dunkler geworden zu sein, ich sehe schon. 0:30 ging es los für die nächste Stunde. Und ja, das gucke ich mir an und dann ist noch Tag und Nacht gleich des Frühlings. Also ein dreifacher Hit zum Fasten. Ich freue mich schon sehr drauf, auf diesen Tag. Und ja, geht's los. Das war das Entsaften. Ich habe hier mit dem Löffel nochmal den Trester, der hier rausgekommen ist, wieder zurück durch den Safter geschickt ein paar Mal. Dann bleibt noch mehr Saft drin. Also kommt mehr Saft aus dem Gemüse und aus dem Obst heraus. Und dann gibt der Saft auch ein bisschen cremiger. Ich habe hier den Saft fertig. Ich habe schon mal gekostet. Das ist ein sehr schöner rote Beete-Geschmack und da ist überhaupt kein Kratzen im Hals. Ich probiere es nochmal, wie ihr es sehen könnt. Ein sehr schönes Aroma. Sehr schön auch ausgeglichen zwischen Süße und Säure. Ein bisschen Zitrone hin. Aber das tut der roten Beete ganz gut. Und auch ein sehr schönes Rosmarin-Aroma im Hintergrund. Also wirklich sehr gelungen. Ich zeige euch, wie der Saft aussieht. Reingieße das Gläschen. Ich finde, das sieht immer so schön aus. Wenn es ein guter Saft ist, dann fließt der auch so schön dunkel, schön dunkles Rot. Ja, eine Urmöhre, der rote Beete. Schön, ne? Genieße ich jetzt. Mit sehr viel Kraft für das Saftfasten. Gerade der rote Beete-Saft auch. Ja, der ist noch stärker als die Möhre. Er hilft mich sehr stark und gibt mir sehr viel Kraft. Ein richtiges
Power-Paket. Ja, wünsche euch noch viel Spaß. Macht mit beim Saftfasten regelmäßig. Jede Woche geht es weiter mit neuen Saftrezepten einmal. Es verschiebt sich manchmal wegen der Mondphase, aber im Durchschnitt einmal die Woche. Das empfiehlt sich auch. Das ist die effektivste Art zu fasten überhaupt, ja, wenn man über längere Zeit den meisten Effekt hat und die wenigsten Aufwand. Einmal zu fasten braucht man sich kaum noch vorzubereiten. Man hat man ganz wenig Probleme mit dem Fastenbrechen. Das ist sehr, sehr einfach. Oft hat man nämlich mal längere Fastzeit fast, dann hat man hinterher Probleme, die Ernährung wieder richtig einzustellen. Das ist schon bei einigen Tagen Fasten manchmal ganz schön schwierig, gerade für Anfänger überhaupt. Ich finde, dass dieses Regelmäßigkeit eine der stärksten Hilfsmittel für den ganzen Ablauf des Lebens ist, also diese Rhythmen, die wir einziehen ins Leben, die machen es sehr, sehr viel angenehmer und erträglicher. Und auch die Leistung kommt dadurch zustande, die Beständigkeit. Ja, ich mache auch jeden Tag ein neues Rezept. Ja, auch da ist Regelmäßigkeit in der Erfindung neuer Rezepte. Das macht auch sehr viel Spaß, wird immer leichter mit der Zeit. Und ihr könnt gerne zuschauen dabei und meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Bis bald.